Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, endlich wieder mit Putin zu telefonieren. Und das wäre das erste Telefonat seit 2 Jahren und der Grund dafür ist äußerst brisant. Schauen wir uns das Ganze mal an. Seit vielen Monaten und mittlerweile über 2 Jahren predige ich auf meinem YouTube-Kanal immer wieder, dass wir endlich deeskalieren müssen und Gespräche führen müssen. Es muss endlich verhandelt werden und der Krieg muss ein Ende führen. Aber leider hatten die ganzen westlichen Regierungschefs 2 Jahre lang keine Lust, mit Putin zu sprechen. Offenbar hatten sie kein Interesse und die lapidare Ausrede war, Putin will ja sowieso nicht verhandeln. Und das ist natürlich komplett gelogen, aber darauf kommen wir später nochmal. Weil jetzt hat nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell angekündigt, endlich wieder mit Russlands Präsident zu telefonieren. Die Bild-Zeitung schrieb, zum ersten Mal seit 2 Jahren, Scholz will wieder mit Putin telefonieren. Bundeskanzler Olaf Scholz will zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder mit Kreml-Diktator Wladimir Putin telefonieren. Die Zeit berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, dass Scholz das Gespräch noch vor dem G20-Treffen in Brasilien im November führen möchte. Eine Anfrage sei aber noch nicht gestellt worden. Der direkte Kontakt der wichtigsten westlichen Unterstützerländer der Ukraine war mit Putin im Dezember 2022 abgebrochen worden. Im Februar des Jahres überfiel Diktator mit seinen Truppen sein Nachbarland. Scholz telefonierte im Dezember 2022 das letzte Mal mit dem Kriegstreiber in Kreml. Auch US-Präsident Biden, Frankreich-Präsident Macron und der damalige britische Regierungschef Johnson tauschten sich zuletzt 2022 direkt mit Putin aus. Und das ist schon ziemlich krass. Die Bild bestätigt hier offiziell, dass alle westlichen Regierungschefs seit über 2 Jahren nicht mehr mit Putin telefoniert haben. Weder England, noch Frankreich, noch die Staaten, noch Deutschland. Und jetzt kommt Olaf Scholz als allererstes daher und will jetzt wieder mit Putin sprechen. Warum? Und vor allen Dingen, warum ausgerechnet jetzt? Naja, der Grund dafür ist ziemlich einfach, weil Putin hat in den letzten 2 Wochen 2 richtig wichtige Ankündigungen gemacht und dem Westen geht jetzt der Hintern auf Grundeis. Unsere Regierung und alle westlichen Staaten haben ja 2 Jahre lang deswegen nicht mit Putin geredet, weil man ja immer der Meinung war, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird, wenn man ihnen nur genug Geld und genügend Panzer schickt. Es gibt also keine Notwendigkeit, mit Putin zu sprechen, ja, und deswegen hat man sich hinter der Aussage versteckt, der will ja sowieso nicht verhandeln. Und das ist wirklich faszinierend, weil erstens war es der Westen, der die Friedensgespräche im März 2022 verboten und boykottiert hatte und zweitens hatte Putin in den letzten Monaten, Jahren ja immer wieder Gespräche angeboten. Aber Selenskyj höchstpersönlich hatte sogar per Dekret Gespräche mit Putin verboten. Aber dann kam jetzt vor 2 Monaten die ukrainische Gegenoffensive in der Kursk-Region und es gab auch die Freigabe von Langstreckenraketen gegen Russland. Holland und Kanada haben offiziell ihre Langstreckenraketen freigegeben und die anderen Länder haben das wohl inoffiziell gemacht. Und nach dieser Kursk-Offensive und jetzt auch der Freigabe der Langstreckenraketen hat sich Putin drastisch geäußert. Er sagte, jetzt ist die letzte rote Linie überschritten, jetzt gibt es keine Friedensverhandlungen mehr und die Sache wird auf dem Schlachtfeld entschieden. Und Selenskyj, der hat genau dasselbe gesagt. Letzte Woche hat Selenskyj ja offiziell seinen Siegesplan vorgestellt. Und dieser beinhaltet einen militärischen Sieg gegen Russland auf dem Schlachtfeld. Tja, und deswegen hat Putin diese Woche jetzt eine Pressekonferenz abgehalten und er hat 2 entscheidende Dinge verkündet. Erstens eine große Mobilmachung von neuen russischen Truppen und zweitens die endgültige Entscheidung über die eroberten Gebiete im Osten der Ukraine. Die Bild ergänzt,
Putin nennt Ukraine schon Neurussland. Russland startet Megamobilmachung. Wahnsinnige Geschichtsneuschreibung und Kriegspropaganda von Kreml-Diktator Wladimir Putin. In seiner Rede zum zweiten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Region Donetsk, Luhansk, Saporischa und Cherson sprach der Kreml-Despot am Montag allen Ernstes vom Tag der Wiedervereinigung mit Russland. Klartext, Russland ist nicht bereit, die der Ukraine gestohlene Region im Rahmen von Verhandlungen ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Okay, das war jetzt das eine. Und das andere ist, er will nun sogar 133.000 junge Russen im Alter von 18 bis 30 Jahren neu einziehen und in den Kampf schicken. Und das schon ab dem 1. Oktober, also seit heute. Alle wehrpflichtigen Männer, die nicht in der Reserve stehen, müssen spätestens bis zum 31. Dezember ihren Dienst antreten, so ein vom Kreml veröffentlichter Erlass. Wir können also ganz deutlich sehen, dass Putin die eroberten Gebiete nicht mehr zurückgeben wird. Er hat jetzt wirklich sein finales Machtwort gesprochen, aber das ist ja eigentlich eine zentrale Forderung vom ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und da man jetzt in diesen beiden Punkten nicht mehr übereinkommt, wird es in diesem Krieg nicht zur vorzeitigen Friedensverhandlung kommen, sondern es wird auf eine späte Kapitulation hinauslaufen. Und deswegen macht Putin jetzt ernst und startet seine erste offizielle Mobilmachung in der Bevölkerung. Im Gegensatz zur Ukraine, da gab es ja schon drei Mobilisierungswellen. Weil bisher hatte Putin immer nur auf bereits aktives Militärpersonal zurückgegriffen und auf freiwillige Rekruten. Putin hatte es bisher vermieden, eine Mobilisierung in der Bevölkerung durchzuführen, weil das natürlich den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung verschlechtert. Aber jetzt macht Putin auch an dieser Stelle ernst. Er mobilisiert 133.000 neue Soldaten und will den Krieg damit offenbar entscheiden. Vor allem will Putin jetzt nochmal richtig Gas geben und so weit wie möglich gen Westen vorrücken, bevor im November dann Donald Trump der nächste Präsident wird und diesen Krieg endgültig entscheiden wird. Ich meine, Trump-Vize J.D. Vance, der hat ja in einem Interview bereits angekündigt, dass der Friedensplan von Trump so aussieht, dass es eine neue Grenze an der aktuellen Kontaktlinie geben wird. Dort werden dann die neuen vorläufigen Grenzen entstehen, welche dann später höchstwahrscheinlich zur neuen offiziellen Grenze werden wird. Und deswegen gibt Putin jetzt richtig Vollgas, um diese Kontaktlinie, wo aktuell die Front verläuft, so weit wie möglich gen Westen zu verschieben und natürlich auch so viel wie möglich aus der Kursk-Region zurückzuerobern. Er will seine Verhandlungsposition so gut wie möglich ausbauen. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zur wichtigen Aufgabe von Olaf Scholz und dessens Telefonat zurück. Weil der Westen, der spielt ja mit Russland guter Polizist, böser Polizist und Olaf Scholz hat in diesem Spiel die Aufgabe des guten Polizist. Weil er ist nämlich der einzige westliche Regierungschef, der sich immer vehement gegen Langstreckenraketen ausgesprochen hat und damit noch der rationalste Gesprächspartner für Putin ist. Der Westen weiß ganz genau, dass die Ukraine diesen Krieg verlieren wird, spätestens wenn Trump gewählt wird. Und deswegen schicken sie jetzt selber Olaf Scholz vor, ja, weil der es sich am wenigsten mit Putin versaut hat. Scholz soll jetzt einfach mit Putin über einen möglichen Frieden verhandeln oder ihn zumindest so lange hinhalten, bis Trump dann im November Nägel mit Köpfen macht.